Wenn wir hier eine Wirtschaftspolitik haben, die ganz gezielt, und da muss man den Bogen leider weiterspannen, ein bisschen von der Leyen und der CDU-CSU, den Verbrennermotor verbieten will, das über die EU und über Berlin eingefädelt hat und jetzt plötzlich feststellt, hoppla, das mit der Elektromobilität läuft nicht ganz so gut wie geplant. Wir verkaufen nur noch 10% Elektroauto anstatt 20 und die 20 waren nur, weil es ein paar 1000 Euro Zuschuss gegeben hat. Und jetzt behaupten Sie vor der Europawahl, Sie würden gegen das Verbrennerverbot, das was Sie selber eingeführt haben, wieder vorgehen. Und jetzt nach der Europawahl wissen Sie nichts mehr davon, weil Sie es ohne Grüne nicht ändern konnten und weil ohne den Grünen, die von der Leyen nicht Präsidentin geworden war. Na, sieht man, was das Problem in diesem Land ist. Das Problem in diesem Land sind die Grünen und den Grünen nutzt auf alle Fälle die AfD durch die ständigen Provokationen aus der linken Ecke, wählen viele Bürger frustriert die AfD. Ergebnis ist, diese Stimmen der AfD fehlen in der bürgerlichen Mitte. Man kann nicht mehr anders regieren als mit Rot-Grün oder jetzt dann Kommunisten Wagenknecht. Und dann ist dieses Land erledigt. Drum müssen wir den Wählern der AfD sagen, liebe Leute, wählt keinen Unsinn, wählt die vernünftige, koalitionsfähige Mitte. Dann können wir wieder Koalitionen wie in Bayern machen, ohne den Grünen und ohne Radikale. Das ist die Lösung auch für Deutschland. Schaut nach Bayern, da wisst ihr, wie Deutschland funktionieren muss.